Willkommen zu einem neuen Black Ops Video. Team Deathmatch auf Cracked. Yeah. Cracked. Okay. So, dann nehme ich mal die M16. Und den da mache ich jetzt mal stumm. Wir sind in Führung. Hätte ich jetzt auch gehabt. Oh shit, oh shit. Haha. Aha. Gut, ich wollte eigentlich nur ja, ein Thema ansprechen, und zwar sind das die Abonnenten. Und zwar haben wir zurzeit 93 Abonnenten, was ziemlich, ziemlich cool ist. Oh, scheiße, oh scheiße. Also wirklich ein großes Dankeschön von meiner Seite aus an 93 Abonnenten. 7 vor den 100. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, dass es ein Video geben wird, wenn die 100 erreicht sind. Ah, scheiße. Oh, fuck. So. Da wird definitiv was kommen, wenn die 100 Abonnenten erreicht sind. Und ich sage mal so viel, ihr könnt auch was gewinnen. Das nur so als kleinen Hinweis, um was es sich handeln könnte. Ach, shit. Ich schätze mal, ihr wisst ganz genau, worum es sich handelt. Boah, ich will die Vorräte. Ich will. Oh, scheiße. Jetzt hat das Gegner-Team die Schopper. Oh. Ich dachte gerade, das war unser. Ein Gegner. In seiner Kram. Ah, den wollte ich mir eigentlich holen, aber. Er kam zu früh. Feindliches Spionageflugzeug am Himmel. Unser Konterspionageflugzeug ist in der Luft. Da legt er sich hin, dieses Arsch. Feindlicher Juli, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nimmt es mir nicht übel, aber ich habe keinen Bock von Huey getroffen zu werden. Also zurück zu den Abonnenten, das sind 93 und 7 fehlen noch. Ich hoffe, dass das noch innerhalb der nächsten 2 Wochen passiert. Denn in 2 Wochen fliege ich in den Urlaub. Yay. Yeah. Da mache ich aber nochmal ein extra Video, wann das ist, damit ihr Bescheid wisst, dass da keine Videos kommen werden für 2 Wochen. Aber das ist ein anderes Thema, was später behandelt wird. Scheiße. Okay, ne? Komm her, komm her. Damit rechnest du jetzt nicht, was? Ha, damit hast du nicht gerechnet. Okay. Ja, deswegen hoffe ich, dass die 7 Abonnenten jetzt noch möglichst schnell kommen. Spionageflugzeug hält sich bereit. Damit ich dann das Video machen kann. Und ja, ihr wisst ja schon, ich habe ja einen eindeutigen Hinweis gegeben. Okay, okay, okay. Ah, Mann, ey. Spionageflugzeug einsatzbereit. Ja, das hört sich gleich an. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Dann machen wir auch mal eins in die Luft, ne? Nein, 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 nein. Wow. Oh Gott, der war schlecht. Also der Typ. Nicht, dass man das jetzt hier falsch versteht. Der Typ war schlecht. Ah, Mann. Den wollte ich eigentlich gar nicht abschießen, den da hinten. Für den ich einen Assist bekommen habe. Ich wollte eigentlich den Ghost-Foot hier abknallen. Dann kam einer von da. Der ist doch bestimmt noch. Wow. Sniper. Komm her. Verbündetes Spionageflugzeug
Spionageflugzeug unterwegs. Ist klar, immer die Sniper, die sich nicht trauen. Oh, das war Glück. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass ich den UA ausschalten kann. Jetzt kommen sie hinter mir. Ha. Schnell weg, ja. Spionageflugzeug hält sich bereit. Oh. Ah, Mann, ey. Immer wenn ich so kurz mal vor den Vorräten bin, dann kommt wieder so ein Typ um die Ecke und knallt mich ab. Ah, das war knapp. Ja, auf jeden Fall gewinnen wir das Spiel, davon gehe ich jetzt ja mal. Oh shit, schwer aus. Das obwohl ich mit gar nicht so guten Waffen spiele. Wie man ja sieht, spiele ich mit. Habe ich. Oh shit. Jetzt will ich aber nicht hier nochmal so verkacken. Habe ich mit M16 und MP5K gespielt. Und jetzt spiele ich gerade mit N4, das sind ja nicht wirklich die besten Waffen. Letzter Kill. Aber ich bin ja auch ins nächste Prestige gegangen und bin gerade mal Level 12. Wow. Die Runde davor war ich noch Level 10. Gut, dann bin ich ein Kill vor der AK-47, ein Level vor der AK-47 und zwei vor der Farmers. Das ist doch ziemlich fett. Dann geht's wieder richtig los. Ja, das war's erstmal für dieses. Ach Quatsch, ich hänge noch eine Runde dran. Das war eine kurze Runde, von daher geht noch einer. Wir sehen uns gleich wieder. Und weiter geht es mit Team Deathmatch auf Summit. So, was nehmen wir da mal? Ach komm, nimm mal. Nochmal die empfehlen mit Schalten. Tja, wenn man den Tube verhaut. Wenn man sich dann nicht so langsam drehen würde, dann hätte ich ihn vielleicht gehabt, aber. Aus dem eben genannten Grund war das unmöglich. Boah, das war sowas von Glück. Ich dachte, da hinten diese Leiche wären Gegner. Ja, hör doch auf zu tuben, Junge. Und deswegen habe ich da drauf geballert und dann ist mir dieser Typ da in den Schuss gerannt. Also, das war wirklich Glück. Unsere Granate dahin. Ja, eingetroffen. Ha, den, ich hab gar nicht gesehen, dass der da runterläuft. Das Spionageflugzeug war echt langsam, was das Aktualisieren angeht. Vom Gegner, wo er stand. Egal, egal, ich rede nur wieder Scheiße hier. Stirb doch einfach mal. So. Unsere U2 ist in der Luft. Thanks, Dan. Schnell weg hier. Verbündete Cobra unterwegs. Mist! Wer ist Juxi? Kenn ich nicht. Warum schicken mir immer fremde Leute eine Einladung? Verbündeter Napalm-Angriff unterwegs. Geh weg da. Nein. Oh, habt ihr gesehen, wie genial das war, Also noch genialer kann man das nicht machen, ne? Weggesprungen. Und dann gefickt.
Jetzt 5 Kills, komm. Ah, keinen einzigen. Okay. God damn, meine Fresse. Hey, der hatte voll die Semtex am Kopf, aber ist nicht explodiert. Wow. Hä, hey, was denn das? Ich habe ihn noch voll den Headshot verpasst. Also mal ganz ehrlich hier. Die erste Runde war besser. Oh. Die ist ein bisschen blöd geflogen. Ich hab Angst. Ich weiß genau, da kommt gleich einer angerannt. Um mir das Hirn wegzublasen. Danke. Boah. Das war gerade ganz schön heftig. Okay, da war dann doch noch zweite Chance. Wir spielen ganz schön viele mit zweiter Chance, fällt mir gerade auf. Mist. Boah. Nein, 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 nein. So geht das hier nicht. So werden wir auch erst gar nicht an. Ich weiß, dass da jetzt welche hochkommen. Hallo. Mist. Wo ist einer? Vollidiot. Und wir haben gewonnen. 12 zu 9 sind die Endstats immerhin noch positiv geblieben, auch wenn das jetzt nicht so der absolute Mega-Hammer war. Yeah, ich habe die AK-74U, sehe ich gerade. Level 13 bin ich. Geil. Gut, ich hoffe trotzdem, dass euch das gefallen hat. Auch wenn das jetzt nicht so die mega broschen Runde war. Ja, das war's dann für dieses Video. Ja. Was soll ich noch sagen?